Hallo und willkommen zum sechsten Video in der Videoserie über die Zufallsvariablen. Heute geht es bei uns um das Urnenmodell und die Ruppellose. Du solltest bereits wissen, was eine Zufallsvariable ist und wie du einen Erwartungswert berechnen kannst. Wir schauen uns heute Anwendungsbeispiele dazu an. Wir sind beim Kästchen Urnenmodell. In einer Urne befinden sich zwei graue Kugeln und drei weiße Kugeln. Gegen einen Einsatz von 10 Euro darf man blind eine Kugel aus der Urne ziehen. Ist die gezogene Kugel weiß, erhält man 7 Euro. Das Spiel soll fair sein. Wie viele Euro muss man erhalten, wenn die gezogene Kugel grau ist? Pausiere bitte kurz das Video. Überlege dir, wie du vorgehen würdest. Notiere dann diese Überlegungen und vergleiche mit mir anschließend. Ich habe das über eine Tabelle aufgebaut. Ich sage, x ist mein Gewinn nach Abzug des Gewinneinsatzes. Die Kugeln können weiß oder grau sein. Der Gewinn beträgt minus 3 Euro, einen Verlust von 3 Euro, wenn man eine weiße Kugel erhält. Ist die Kugel grau, habe ich sie jetzt als G bezeichnet für graue Kugel. Das müssen wir noch bestimmen, wie hoch dieser Gewinn sein muss. Die Wahrscheinlichkeit für eine weiße Kugel beträgt 3 Fünftel. 3 weiße Kugeln unter 5 möglichen. Für die graue Kugel 2 Fünftel, 2 graue unter 5 möglichen. Der Erwartungswert muss für ein faires Spiel ja 0 sein. Also darf ich anschreiben, e von x soll 0 sein, das heißt minus 3 mal 3 Fünftel plus g mal 2 Fünftel. Und wenn man das umformt, erhalten wir 4,5 Euro. Das heißt, unsere Kugel muss nach Abzug des Einsatzes 4,5 Euro betragen. Das heißt, insgesamt müssen wir 14,5 Euro erhalten. Zweites Beispiel, Ruppellose. In einer Losauflage-Schatztruhe gibt es 13 Millionen Ruppellose. Die absoluten Häufigkeiten der Lose, bei denen Geld ausgezahlt wird, sind in der nebenstehenden Tabelle dargestellt. Du kaufst ein Ruppellos. Die Zufallsvariable x gibt die Auszahlung bei diesem Ruppellos an. Berechne den Erwartungswert von x. Gut, wir beginnen jetzt zum Beispiel hier unten. Das heißt, wir haben 2.282.500 Ruppellose, die jeweils einen Gewinn von 2 Euro erhalten. Das heißt, e von x ist gleich 2 mal diese Anzahl durch die 13 Millionen. Plus, zum Beispiel nächster Eintrag, hier haben wir 1 Million mal einen Gewinn von 4 Euro. Das heißt, 4 mal 1 Million durch 13.000. Und sofort, also die gesamte Tabelle ausgefüllt, zum Beispiel für den letzten Wert 30.000 mal die 20 durch 13 Millionen. Und wir erhalten durchschnittlich 1,15 Euro Gewinn. Aufpassen, hier ist der Preis für das Ruppellos noch nicht berücksichtigt. Wenn wir diesen nämlich berücksichtigen, ändert sich unser Wert ein wenig. Das heißt, die Tabelle ist genau gleich wie vorher, nur ziehe ich jetzt jedes Mal bei unserer Auszahlung unseren Einsatz dazu ab. Das ist das, was in lila dargestellt ist. Also 2 minus 2 mal der Wahrscheinlichkeit, für den nächsten Eintrag 4 minus dem Zweierwert etc. Und wir erhalten hier einen durchschnittlichen Gewinn von 0,55 Euro, wenn wir den Preis für das Ruppellos berücksichtigen.